Elias hat uns eine Frage gestellt: Welches Glas passt zu welchem Bier? Ich bin Thomas und das ist eine Minute Bier. Dazu gibt es eine Faustregel, die besagt, je schlanker das Bier, desto schlanker und eleganter darf auch das Glas sein. Ich habe euch hier mal die gebräuchlichsten Gläser aufgestellt auf die Theke. Hier haben wir die klassische Pilztulpe. Da gehört natürlich ein Pilz rein. Pilz, ein sehr schlankes Bier, hopfenbetont. Das kommt hier in der Pilztulpe, die auch nur für Pilz verwendet wird, am besten zur Geltung. Dann habe ich auch Biere, wie zum Beispiel ein Kellerbier oder ein Märzen oder ein Export, die etwas kräftiger sind. Darf ein etwas rustikaleres Glas sein. Dieser klassische Becher kann ich für mehrere Biere verwenden, wie ich gerade aufgezählt habe. Diese Biere kann ich auch für diesen wunderschönen Krug verwenden, kann ich hier einschenken. Der Krug ist auch schön geeignet für ein kräftiges Bockbier. Das Weizenbierglas kennen wir alle. Das ist ausschließlich für Weizenbiere gedacht. Und hier die Königsdisziplin für die Biertrinker uns. Der klassische Maßkrug hier in einem Festzelt, ein schönes, kräftiges, süffiges Festbier. Natürlich der Maßkrug dafür am besten geeignet. Und am wichtigsten für euch ist die eine Tatsache, überall wo Distelhäuser draufsteht, bitte auch nur Distelhäuser Bier hineinfüllen. Viel Spaß dabei, lasst euch schmecken. Das war eine Minute Bier, ich bin Distelhäuser.